So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei unserem Let's Play Die WG. Ich hoffe, ihr habt euch die letzte XXL-Folge angeschaut. Ist sehr wichtig für die, die das jetzt nicht getan haben, was gar nicht schlimm ist, denn das war eine richtige XXL-Folge. Hätte ich mir persönlich, glaube ich, auch nicht angeschaut bei so einer Länge. Na gut, manchmal wohl, aber ich glaube, so lange Videos würde ich mir auch nicht anschauen. Das ist auch nicht schlimm. Wir haben jetzt für alle WG-Bewohner, für alle drei, jetzt ein neues Zimmer. Jeder hat jetzt ein Zimmer und hier haben wir jetzt einen Gemeinschaftsraum. Das haben wir gemacht, plus sie hier, wie heißt sie? Das ist die Alina. Die ist jetzt mehr oder weniger berühmt, wenn wir hier mal kurz gucken. Newcomer. Sie ist jetzt Newcomer, plus es hat sich noch mehr geändert. Ich habe neue Vorschaubilder für meine YouTube-Videos und ab dieser Folge schneide ich meine Videos auch. Und morgen ist Weihnachten, zumindest hier bei Sims. Und darum haben wir schon einen riesen Geschenkeberg vorbereitet. Cool. So, jetzt können wir auch einfach mal laufen lassen, würde ich sagen. Und ich schneide mal kurz was raus. Wobei, nein, ich schneide das nicht raus. Hier kann man die Menügröße ändern übrigens, für die, die das nicht wussten. Ich mache die größer, weil ich habe gesehen, da ich das ja in 2K aufnehme, ist es ganz schön klein für euch. Und dann habe ich das mal größer gemacht. Dann erkennt ihr das auch gut. So, was ist denn mit ihr? So, ich muss mal mein Mikrofon ein bisschen weiter runterschieben, sonst sehe ich nichts. Sie ist eigentlich glücklich. Was sagen die Tiere? Die sind jetzt ja auch hier neu. Außerdem ist hier jetzt das Tierreich. Hier sind die Tiere drin, hier ist der Kamin, den du übrigens auch mal anzünden kannst. Dann wird es wärmer. Das ist ja auch nicht schlecht. Genau, mit dem Feuerzeug. Die Katze ist da auch beschäftigt. Die Hunde schlafen da. Mir kommt das so vor, als kommen die da nicht mehr lang. Kann das sein? Brauchen die da irgendwie eine Stufe? Oder wie ist das? Wenn sie jetzt mal einen von denen ruft. Außerdem habe ich jetzt eben auch Bilder von den Sims gemacht. Extra in so einem Greenscreen. Dafür habe ich ja einen Greenscreen-Mod. Und der ist ja eigentlich auch ganz cool, ne? Dann kann man da halt so Bilder machen. Vielleicht stelle ich den mal für euch online. Habt ihr da Bock drauf? Wollt ihr so einen Greenscreen-Mod haben? Guckt mal. Den habe ich gemacht, hier. Das ist richtig grün, also richtig Greenscreen-grün. Das geht top. Also da braucht man nicht mal Photoshop für zum Ausschneiden. Das kann man einfach markieren. Das funktioniert richtig gut. Das habe ich selber gemacht. Wenn ihr sowas mal haben wollt, schreibt das in die Kommentare. Ich werde es in der nächsten Folge gerne mal verlinken. Nicht wundern, das ist dann irgendwie so Media Fire oder wie heißt... Oh Gott, wie heißt diese Seite noch? Irgendwo gibt es so eine Seite, wo man das hochladen kann. Ich habe nämlich noch keine Website. Und dann würde ich das da machen. Ich sage extra noch, weil sich das ändern wird. So, genau, sie wurde befördert. Sie ist nämlich jetzt schon Jingle Jammerin. Und ja, sie ist Musikerin, Level 5. Das ist cool. Deswegen, sie bringt ordentlich Geld hier mit, 67 die Stunde. Ah, sie hat noch Karrieresachen, die sie machen kann. Dann übt doch nochmal ein bisschen Klavier, ne? Das kannst du ja auch schon ganz gut. So, und was mit dir? Oha. Ihr arbeitet normal, okay. Du wirst befördert, da bin ich mir ziemlich sicher. Auch wenn das noch nicht markiert ist, das wird sie. Er wird nicht befördert, er kann nicht befördert werden. Gut, und sie geht mal hier hoch. Das ist ein Starterhaus, aber es wurde ziemlich schnell zum anderen Haus. Übrigens, nicht wundern, ich habe nicht gecheatet. Ich habe ein Mod. Ach so, ihr habt das noch gar nicht geschrieben, weil die Folge noch nicht online ist. Ob ich überhaupt mit Mods arbeiten soll. Ich habe hier halt so ein Mod, da kann man Kredite mit aufnehmen. In Sims, die muss man auch noch abbezahlen. Hier, wir müssen jetzt 55.000 zahlen anstatt 50.000. Also man zahlt da ein bisschen drauf. Finde ich ganz cool. Und damit die Alina auch berühmt bleibt, also diese hier, haben wir hier auch ein YouTuber-Zimmer jetzt drin mit einer Drohne. Fand ich auch ganz cool. Ja, das hier ist das Zimmer für den, ich glaube, der heißt Hendrik. Ja, für den Hendrik Sommer. Das hier ist die Alina Herbst und das ist die Laura Winter. Ja, ich weiß. Ich hatte da ein bisschen gewürfelt in Kass nach Namen und dann habe ich halt eine Jahreszeit gesehen. Dachte ich, nenne ich alle nach einer Jahreszeit. Ich finde, Herbst klingt noch besser als Frühling, oder? Ja, auf jeden Fall ist hier das Zimmer von dem Hendrik Sommer und hier ist dann das Zimmer von der, nicht von diesem Wesen, das ist irgendein Wesen, was hier zu Besuch ist. Hier ist dann das Zimmer von der Laura Winter, die hat hier auch ihr Büro, weil die ja auch im Büro arbeitet, oder? Ja, genau. Die dürfte auch mal befördert werden. Hier, er wurde schon mal befördert. Ja, und sie übt hier fleißig.
klingt immer noch scheußlich. Ups. Hä? Ach so. Ich habe das Ding nicht aktiviert. Deswegen, ich bin gerade runtergerutscht, weil ich auf 3 drücken wollte. Ein bisschen schneller. Stimmt, wir könnten das Ding auch nochmal upgraden, ne? Erstmal direkt, bevor überhaupt das erste Video online ist, upgraden, ne? Wer kennt's nicht? Erst upgraden, dann das erste Video aufnehmen. So. Du bist eigentlich ganz fröhlich, oder? Ja. Ja, wir können gleich mal gucken, was wir machen. Du könntest eigentlich auch mal einen Drohnenstream starten. Mach das mal. Der filmt dich dann beim Klavier machen, beim Klavierspielen. Üben. Komm. Komm. Genau. Fein. Ich bin schon fast wie so ein Hund, ne? Fein. Mal sehen, ob sie neue Follower kriegt. Ich mache das mal ein bisschen kleiner. So. Das hat sie auch bekommen. Das ist nicht von Werde berühmt. Das ist keine so eine Promi-Fliese. Das ist nochmal was anderes. Okay, 125 Follower. Cool. Ja, lassen wir sie mal schneller machen. Was ist los? Emotionale Achtsamkeit. Aha. So. Sie ist fertig. Dann kann sie jetzt mal Gitarre... Ach so. Nö, der Stream darf ruhig weiterlaufen. Sie kann jetzt auch mal Gitarre üben. Das kann sie hier. Üben. Genau. Wie viel... Welches Level hat sie? Ich glaube 3, oder? Geige 2, Gitarre 3. Genau, sie ist unsere Musikerin. Und das hier ist auch das Beste. Man kann hier so nach unten schauen. Und das hier ist übrigens auch ein Mod. Deswegen schreibt das mal rein, ob ich überhaupt mit Mods arbeiten darf oder soll oder nicht. Wenn ihr dann nämlich Nein sagt, dann sind die Mods auch ganz schnell wieder weg, ne? Gut, das hier ist ein Mod. Das ist auch ein Mod. Ich habe halt schon mehrere Mods. Das ist halt einfach so. So. Eigentlich möchte ich sie nicht nochmal fotografieren, weil sie schon in der letzten Folge aufs Vorschaubild kam. Aber ich muss einfach immer fleißig Bilder machen, weil ich dann ja mal schauen muss, womit ich arbeite. Vielleicht schneide ich sie raus, aber mehr nicht. Also nicht rausschneiden aus dem Video, aber so nochmal da ins Vorschaubild. Schauen wir mal. Genau, sie kann nochmal üben. Ich glaube, er ist bis 19 Uhr bei der Arbeit. Ach, er ist wieder da. Okay, er muss schlafen, oder? Oder was ist noch wichtig? Nein, nur schlafen. Dann muss er sich jetzt einmal direkt hinlegen. Oh, ich kann nicht mal mehr reden. Sonst hatte er hier sein Bett. Jetzt muss er auch noch ganz nach oben. Wird er es schaffen oder wird er vorher zusammenbrechen? So, ich mache jetzt einmal kurz Folgendes. Ich mache einen Cut. Und zwar drücke ich jetzt einfach auf eine Taste und dann macht der Pause und dann sehen wir uns gleich wieder, weil ich muss ganz schnell pinkeln. So, da bin ich wieder. Und einmal ganz kurz. Einmal noch eine Frage. Wie lang sollen meine Videos sein? Wollte immer XXL folgen, was für mich persönlich kein Problem ist. Ich kann aufnehmen, solange ich will. Also manchmal habe ich auch keinen Bock, das meine ich damit. Aber ansonsten habe ich auch wohl Bock auf XXL folgen. Guckt sich bloß keiner an. Warum auch? Aber wenn ihr da Bock drauf habt, ihr seid die Fans. Das ist das Wichtigste, dass ihr das so habt, wie ihr es wollt. Ne? Das ist wichtig. Wenn ihr sagt, 10 Minuten reichen, dann gibt es jeden Tag eine Folge, aber dafür 10 Minuten. Ne? Das müsst ihr euch dann aussuchen. Das kann ich auch machen. Aktuell sind es dann so 20, 30 Minuten immer, dafür aber auch nicht jeden Tag. Aber 10 Minuten dann jeden Tag. Das kriege ich auch hin. So. Sie kann auch direkt schon mal hier das zugewiesen bekommen. Dann legt sie sich gleich hin, wenn sie hier ist. Und er... Oh, puh, was haben wir bloß gemacht? Es ist Dienstag, muss er morgen wieder hin? Ja, er muss morgen wieder zur Arbeit. Okay. Sie muss erst Donnerstag wieder hin. Und sie... Oh, sie muss auch die ganze Woche arbeiten. Hä? Ja... Junge, schlaf doch weiter. Was ist dein Problem? Stinkst du so sehr, dass du nicht mal mehr... Oh Gott, ich glaube, wir müssen cheaten, Leute. Ich glaube, wir müssen cheaten. Der ist komplett down. Ja, wobei, schlafen ist kein Problem. Spaß kriegen wir auch wieder hin. Ah, ja. Ach, ich cheate einfach. Ach, Leute. Ja, ich weiß, wir wollen nicht cheaten. Das ist blöd. Das finde ich auch blöd. Ich mag auch nicht gerne cheaten. Was soll ich machen, ne? Ach, ich habe keine Ahnung. Es ist einfach... Bei Laura werden wir gleich nicht cheaten, aber ich denke, das ist okay, wenn wir jetzt mal bei ihm cheaten. Oh, was ist da für ein Anruf?
wenn du die Idole beitreten würdest. Ja, wir können wohl mit in die Gruppe. Nee, ich arbeite gerade. Nein, danke. Ja, sorry. Aber ja, das ist doch gar nicht so schlecht. Er könnte sich auch mal eine Gruppe suchen, ne? Wir können ja einfach mal so ein bisschen Gameplay mit einbringen. Denn wir sind immer hier in unserer Wohnung. Ja, das ist zwar in echt auch so, aber wir spielen ja hier keinen Realismus. Wir spielen hier die Sims 4, ne? So, sie übt weiter. Das ist okay. Sie hätte gar kein Klavier üben müssen. Das hier wäre ja auch ein Instrument. Dann hätten wir beides auf einmal. Ich weiß nicht, ob ich den hier nicht doch lieber verkaufen soll, denn der fängt Feuer. Deswegen ist es hier noch ein bisschen dreckig. Der hat Feuer gefangen in der letzten Folge, glaube ich. Stimmt, das hätte ich auch noch mit einbauen können. So. Sie geht direkt ins Bett, das ist okay. Ach, dieses Ding nervt hier, dass die immer ihre Schuhe wechseln wollen. Ach ja, hier kann ich das einstellen. Schuhe drin erlauben. Okay, das ist okay. Sie ist glücklich. Die Emotionen können so durchdrücken. Oh, ganz kurz. Aber diese Müdigkeit konnte unterdrückt werden kurz. Wie viel Geld verdient sie jetzt eigentlich? 21 Simoleons. Hat sie was bekommen? Nö. Oder? Ja, so einen haben wir noch. Für die Wärme. Ja, das brauchen wir auch nicht. Hier vielleicht noch einen hin. Den haben wir nicht bekommen. Stimmt, der Guppi kann auch mal wieder ausgepackt werden. Ich glaube, das war der von Hendrik, ne? Oder wie war das? War das der Guppi von Hendrik? Jetzt ist es der von Laura. So, Hendrik. Achso, der wurde ja nicht befördert. Stimmt ja. Oh, denen geht's mal wieder schlecht. Nächste Frage. Beantwortet mir die bitte auch. Tiere verkaufen? Oder behalten? Ne, ernsthaft jetzt. Ich weiß es nicht. Ich würde schon fast sagen, wir geben die Tiere weg. Ja, tatsächlich. Oder wir lassen die altern. Weil die nerven mich als Welpen. Ja. Ich kann die auch altern lassen, wenn ihr das wollt. Ach ja, ich habe ja auch nicht wirklich viele Zuschauer. Deswegen, nee, aber... Soll ich die altern lassen? Ich weiß es nicht. Nee, guck mal, du trainierst nicht, du machst Karrieresachen, denn du musst arbeiten morgen, oder? Ja, du musst morgen arbeiten. Ja, du übst fleißig, dann hast du auch deine Karrieresachen abgeschlossen. Ich weiß, ihr findet das vielleicht ein bisschen brutal, wie viel ich auf Karriere setze, aber mir ist es halt ziemlich wichtig, dass sie Geld machen. Sie kriegt gar keinen Schlaf rein. Seht ihr das? Da funktioniert gar nichts. Ey, ich glaube, wir kaufen uns ein fettes Bett einmal kurz. Genau, wir kaufen uns ein Bett und wenn jemand extrem müde ist, bekommt die Person immer dieses Bett, dieses hier. Genau, wir haben das Geld und immer wenn eine Person extrem müde ist, kommt das Bett in das Zimmer. So, und zwar, jetzt ist es erstmal dein Bett, du musst pinkeln, dann geh erst pinkeln. Oh, es ist so hektisch alles. Und danach rastet sie aus, weil sie keinen Spaß mehr hat. So, aber Hände waschen brauchst du nicht mehr gleich. Stopp. Aufhören und hinlegen. Direkt wieder hinlegen. Dieses Bett ist ein super Bett. Manchmal, aha. Gut, genau. Leg dich hin. Ja, das zieht hoch, Leute. Das ist gut. Er muss mal üben. Du musst weitermachen. Oh, dieser Typ macht mich wahnsinnig. Der macht nie das, was ich sag. Der soll mal das machen, was ich sag. Hä? Komm, zack, zack. Der will immer trinken. Gut, ich habe nichts dagegen, wenn man trinkt. Ich trinke auch so viel. Deswegen muss ich sogar in der Aufnahme pinkeln gehen. Aber trotzdem. Wenn ich ihm eine Aufgabe gebe, soll er das machen. Und zwar jetzt hier Charisma trainieren. Okay, er ist ja auch bald fertig. Sie auch. Sie schläft erstmal. Hier, guckt mal. Zack, das fühlt sich richtig gut. Also es ist sehr, sehr gut. Ist der Guppi da eigentlich noch drin? Ja. Oh Gott, dieser arme Guppi. Die sehen tatsächlich so aus. Ist realistisch gemacht. So, und wenn du das hast, dann ist das Wichtige, du arbeitest. Nein. Aber danach musst du einigermaßen wichtige Berichte schreiben. Ach, weißt du was? Ach, wisst ihr was, besser gesagt? Mir guckt eh keiner zu. Also zumindest wenige. Und ich denke, die finden das okay, wenn ich mal cheate. Okay, kann ich euch was versprechen? Ja. Ich verspreche euch, dass ich das nicht nochmal mache oder so. Wenn ich es irgendwann mal nochmal machen sollte, dann
könnt ihr schreiben, nein, was soll das und so. Nein, wir möchten da nicht hin, okay? Dann könnt ihr das sofort schreiben. So. Weil sie muss jetzt ja auch arbeiten, ihre Karriere ist das ja. Also sie, ihre Karriere ist das ja. Und das ist wichtig. So, wisst ihr was? Ich mache mal ganz kurz, ganz schnell. Die sind nämlich beide sehr wahrscheinlich zeitgleich fertig. Nö, er ist fertig. Dann kann er ja direkt Laufband laufen gehen. Sie ist ja auch gleich fertig. Gut, die sind beide glücklich. Sie ist irgendwie so, ich weiß auch nicht warum. Sie ist auch fertig. Sie geht jetzt mal essen. Wo sind unsere Tiere? Wollen wir die doch abgeben? Nee. Wisst ihr was? Ich lasse sie altern jetzt erstmal. Ist das okay, wenn ich die altern lasse? Ja, das ist okay. Ich lasse sie altern. Alter, Festling, erwachsen. Okay, ja, das ist jetzt erstmal die Umgewöhnung, diese kleinen Welpen. Aber die sind mir zu kompliziert als Welpen. Ich dachte, Welpen sind niedlich. Da sehen wir jetzt erstmal, was wir hier für Tiere haben, ne? Nein. Ja, die sind ganz süß eigentlich, der auch, oder? Ich habe extra mal was gewählt, was man nicht immer hat, ne? Ich denke, das versteht ihr auch. Das ist ja auch mal vernünftig. So, sie ist hier. Ach so, sie wischt das auf. Ach, schön. Sind die nicht niedlich? Och, da liegen sie. Hm. Ja, wisch das auf. Komm. Ach so, machst du schon. Oh. Das ist immer so typisch. Genau, einmal wegwischen. Zack, 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 zack. Perfekt. Und was kann sie dann machen? Die Hunde haben da zwar Hundebetten, aber irgendwie nutzen sie die nie. Ich weiß nicht. Gut, jetzt sind sie auch zu klein geworden. Ne? Sie, was braucht sie denn noch? Sie braucht gar nichts. Doch, sie braucht Logikfähigkeit und Schreibfähigkeit. Ja, schreiben kann sie üben. Ne, das kann sie. Sie hat ja auch noch, sie ist ja noch fit, sagen wir es mal so. Dann kann sie einfach mal schreiben üben. Nee, hör mal auf mit dem Aufwischen. Oh, wer war das? Genau, einmal schreiben üben. Sie ist fertig. War sie das? Nee. Was hat er jetzt gemacht? Er soll trainieren gehen, ne? Trainieren, oder hast du es auch schon fertig? Nö, mach mal weiter. Irgendwie hören die Sims heute nicht auf mich. Warum nicht? Trainieren ohne Grenzen oder so. Oder wie nennen wir die Folge? Genau, jetzt hat er mal das Recht aufs Vorschaubild zu kommen. Wobei, er war schon mal. Ich glaube, die einzige, die noch nicht auf dem Vorschaubild war, war die Laura. Dann hat sie es auch mal verdient, aufs Vorschaubild zu kommen, ne? Fleißig am Arbeiten. So. Zack. Perfekt. Er... Achso, er arbeitet. Ich dachte, er hört schon wieder auf. Und sie, was macht sie? Achso, sie legt sich hin. Darf sie das oder isst sie erst? Nee, sie darf das. Wir müssen mal gucken. Wenn sie nämlich Level 10 erreicht hat, möchte ich, dass sie YouTuberin wird. Und das hauptberuflich. Oder lassen wir sie jetzt schon aufhören? Nee, genau. Die 55.000 Euro, Euro sag ich schon, Simoleons machen wir voll. Und dann haut sie ab. Dann geht sie. Dann hat sie diesen Job ausgenutzt, hat sich Geld ergattert und dann haut sie ab. Und dann macht sie YouTuberin. Das ist natürlich schön, dann können wir uns das aussuchen, wann wir was machen. Ja. Und sie, ja, sie arbeitet noch. Ach, sie hat schon Level 2 der Schreibfähigkeit. Sag mal, warum geht ja eigentlich alles so schnell? Wie kann man Logik? Benutze das Mikroskop, das Observatorium, Schachtisch, Fähigkeitenbuch. Okay, Logikfähigkeit, das können wir kaufen. Wo eigentlich? Aber wir haben ein Buch, ne? Irgendwie sieht das Bild so komisch aus, ne? Das wackelt so, wenn ich mich bewege. So ist das nicht. Wisst ihr, was das ist? Das sieht nicht schön aus, ne? Bücher kaufen. Fähigkeiten. Fähigkeit, Fähigkeit. Da ist Fähigkeit. Logik, 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 Logik. War das schon Logik? Manchmal bin ich blind, ne? Immer aufpassen, ich übersehe gerne mal was. Naja, gut, da bin ich nicht der Einzige. Da. Logik. Ich denke, Logik werden wir noch öfter brauchen. Dann kaufe ich direkt einen Vorrat, ne? Zack. 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 Dann kannst du mal lesen.
weiß, Bücher sind immer blöd. Bücher, Fähigkeiten, Bücher sind das Letzte, was ich benutze eigentlich. Aber ich weiß nicht, wie sonst. Ach, sie hat schon Logikfähigkeit. Ach, deswegen geht das so schnell. Sie hat die Fähigkeiten schon. Ja, gut. Dann ist ja schön. Und er, ja. Ach so, er ist ja noch nicht müde. Hat er denn jetzt wenigstens trainiert? Nee, immer noch nicht. Mir kommt mir so vor, als wäre das irgendwie alles verbuggt. Genau, ach so, weil der jetzt an die Grenzen gehen kann. Ja, gut. Ja, sie muss erst um 14 Uhr hin. Das ist das Schöne. Sie ist dann immer da. Und die anderen sind dann schon eher zur Arbeit. Okay, das hat sie jetzt ja auch gleich. Dann mache ich mal schneller. Dann erwirbt sie das auch schneller. Genau. Sie ist fertig. Dann kann sie eigentlich mal kochen für morgen. Sofern das Kochen noch geht. Oder wäre sie unser Koch eigentlich? Oder ist sie unsere Köchin? Ja, eigentlich muss jeder kochen können. Auch sie darf kochen. Dann kocht sie mal für morgen, bereitet schon mal vor, Makaroni und Käse. Oder sie bereitet Lunchpäckchen zu. Nee. Lassen wir das mal. Aber unsere Sims werden ja auch wieder müde, denn wir wollen ja nicht cheaten. Deswegen darf dieser hier auch mal wieder schlafen. Er hat alles erfüllt, das heißt, er wird morgen eh befördert. Sie schläft jetzt auch am besten und bei ihr wird auch dieses Fitsein nicht ewig anhalten. Darum sollte sie auch schlafen. Logischerweise. So, wir spulen jetzt mal vor. Und zwar bis 4.30 Uhr, dann ist nämlich schon wieder Aufstehzeit. Sie hat eigentlich noch Schlafprobleme. Ach ja, sie muss ja eh erst um 14 Uhr hin, das ist ja das Praktische. 5 Uhr morgens ist es. So, einmal aufstehen. Einmal aufstehen, ihr seid eh fit. Oh, jetzt ist es nämlich tatsächlich so, wie ich vorher gesagt habe. Wir müssen unser Haus erweitern. Nein, Spaß. Das müssen wir nicht. Das ist das Letzte, was wir müssen. Wir müssen nämlich gar nichts. Nutzt die Katze diesen Baum? Ja. Ist das blöd, wenn der Baum draußen steht? Ja. Weg damit. Ja, sorry, aber ich habe jetzt gerade keine andere Lösung. Die Geschenke müssen nämlich weg. Sonst kann man nicht kochen. Und er muss nämlich jetzt kochen, weil jetzt Essenszeit ist. Er kocht auch nicht. Egal. Er macht jetzt mal Makaroni und Käse. Nee, mach mal hier Obstsalat. Obstsalat zum Einstieg. Einstieg in den Tag. Ist immer gut. Sie ist auch schon wach. Oh. Oh, die können nach oben. Cool. Oh, jetzt pinkeln die hier oben hin, oder wie? Hm, schön. Sie hat auch Hunger. Dann kann sie auch mal nach unten gehen. Sie kann ja sich schon mal hier hinsetzen. Und sie ist noch am PC. Sie surft auch noch. Sie kann sich auch mal hinsetzen, ne? Das wäre doch mal eine Möglichkeit, ne? Dass er kocht und die anderen setzen sich schon mal hin. So, er ist schon mal aktiv. Nein, du haust nicht wieder ab. Ach, du willst jetzt auch was kochen? Nee, unterhaltet euch mal. Könnt ihr nicht einfach mal unterhalten? Erziehungstipps geben. Das dauert doch bestimmt ein bisschen länger, hoffe ich mal. So, guckt. Und dann ist doch gleich schon fertig. Und er kann dann zum Essen rufen. Und dann kommen alle. Ah, es ist heute ja Weihnachten. Cool. Also Winterfest heißt das hier. Dann ruft doch gleich mal zum Essen. Gilt das auch als Festmahl? Wahrscheinlich nicht. Oh Gott, wie sieht der aus? Dann steh mal auf und ruf zum Essen. Kommen sie jetzt? Ja. Ich hoffe mal, dass es schon gilt. Ist heute frei? Ich denke mal wohl. Arbeitsschulfreitag. Ah, dann muss heute gar keiner zur Arbeit. Okay. Auch okay. Dann setz dich doch mal hin zum Essen. Eigentlich sitzt man nämlich beim Essen, ne? Ja, genau. Dann haben wir doch einen guten Screenshot einmal. Das ekelerregende Essen oder so. Die sehen auf jeden Fall sehr begeistert aus. Ja, hast du gut gemacht. Plaudern. Ja, wobei, ja, plaudert doch ruhig ein bisschen. Verstehe ich gar nicht, warum ich das weggeklickt habe. Naja.
Gut, dann kann das Festmahl auch gleich schon mal gekocht werden. Festliche Stimmung. Ja, gut. Ihr könnt mal dekorieren eigentlich. Wer macht das? Hier, das macht sie. Sie hat doch bestimmt Ahnung. Dekorationen anbringen. Ah, cool. Ah, das haben alle automatisch geschafft. Okay. Dann, ja, das Festmahl. Wer ist denn hier der Koch nochmal von euch? Irgendeiner ist doch Koch. Ist sie der Koch? Ja, sie ist bestimmt der Koch. Nein, es ist gar keiner Koch, oder wie? Ach so, es ist niemand Koch. Ja, sie steht schon so schön da, dann kann sie doch mal kochen. Festmahl kochen. Schinken dürfte ja kein Problem sein. Na, wir machen mal Fisch. Fisch habe ich sonst noch nie gemacht. Oh ja, schlechter Nachgeschmack. Ich entsorge den mal lieber schnell, bevor dann noch mehr Leuten von schlecht wird. Stimmt, wir könnten mal den Baum dekorieren. Das kannst du doch bestimmt mal machen. Geschenkeberg unter Baum legen. Wie macht er das dann? Holt er dann den Geschenkeberg einmal? Nö. Mhm, kann man da irgendwie... Ja, füg doch mal ein Geschenk hinzu noch. Lichter bewundern. Mach das mal. So, jetzt bewundert er das. Das zählt auch mit rein. Baum beleuchten. Ah, cool. Dekorieren. Spitze. Sternenstaub. Aha. Dann kann sie das ja auch mal machen. Dekorieren mit. Girlande. Genau, dekoriert mal zu dritt. Ja, sie kann auch mal mitmachen. Das ist doch toll. Das ist doch auch schön. Wir haben so viele tolle Ideen für einen Screenshot. Das ist toll. Hui, ja, zack. Cool. Mega cool. Ja, ich weiß, ich sage die ganze Zeit mega, aber es ist wirklich cool. Oh nein. Lulu ist weggelaufen. Stopp. Stopp, stopp, stopp. Ich dachte, ich nehme einen ganz anderen Titel und jetzt ist das Hund weg. Och nein. Och nein. Oh nein. Oh. Och nein. Oh nein, der Hund läuft weg. Die merken es aber noch nicht mal. Ach, ist das doch schön. Die merken noch nicht mal, dass ihr Hund weg ist. Oh, beschämt. Das, weil Schmücken nicht gelungen ist. Ach, das ist schon okay. Oh nein, jetzt ist ihr Hund weg. Sag mal, kann es auch mal passieren, dass der Hund nicht wiederkommt? Wisst ihr das? Ja, wisst ihr das? Geschenke öffnen mit, genau. Jetzt macht mal Geschenke auf. Ja, um 9 Uhr ist schon Geschenke öffnen Zeit. Freut euch mal darüber. Es sind tausende von Geschenke da. Warte mal, bis die anderen kommen, okay? Hör du mal damit auf. Oh nein, an Weihnachten läuft das Tier weg. Das ist schon schade. Ach, ich kann so viele schöne Screenshots nehmen. Ich weiß gar nicht, womit ich arbeiten soll. Das Vorschaubild kann so klasse werden. Mir sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Zack, sie hat ein Geschenk. Sehr schön. Und was ist drin? Ach, bekommt man dann ernsthaft was? Sturmflugzeug. Mhm. Herzlichen Glückwunsch. Denkt darüber Ausstellregals. Ein Selium. Mhm. Und was hat sie bekommen? Eine Obstschale und sie freut sich darüber. Irgendwas im Inventar? Nö. Alle weg. Ach, jetzt kann man den Berg wieder ansammeln. Dann fügt mal noch ein Geschenk hinzu. Und nochmal. Jetzt könnt ihr schon mal wieder sammeln fürs nächste Jahr. Schön. Dann kannst du doch mal wieder zum Essen rufen. Na, es ist noch früh. Egal. Ich würde erstmal sagen,
das ist jetzt schon ganz schön spät, zumindest was die Länge der Folge angeht. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Keine Ahnung, wann das nächste Mal ist. Denkt dran, schreibt die Sachen rein, die ich euch gesagt habe. Und wir sehen uns dann irgendwann wieder. Bis dann erstmal.